Puh, also das ist ein... Das ist ja... Aber jetzt kommen nochmal welche. Das überlebe ich nicht mehr. Jetzt muss ich bestimmt nur noch irgendwie rumfahren, ne? Alter, ich bin so kaputt. Alter, wie viele Schiffe das waren. Alter, ey, das ist so richtig abnormal für Schiffe, ey. Vor allem gebt euch mal unsere Gesundheit, das war richtig knapp. Ja, ja, wetten, jetzt kommt irgendein... Ja, toll. Toll, unsere Kollegen sind gleich am Arsch. Oder sie sind am Arsch. Toll, sie sind am Arsch. Ja. Und ich wette, ja, jetzt kommt noch bestimmt irgendwie eine Überraschung oder sowas. Und dann, meine Freunde, sind wir erst recht tot. Unsere verdammte Verstärkung! Die wird kommen. Wir müssen die Bucht so lange halten. Ja. Das ist verrückt. Du bist allein und wir sind ohne Verstärkung. Ja, das werden wir echt nicht überleben. So, was ist jetzt hier los? Hinten rechts muss irgendwie was sein, oder? Was? Och nö. Ach du Scheiße. Ey, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Was sollen wir jetzt machen, na, eurer Meinung nach? Einfach das Teil rammen, oder? Ah ja, wir sollen es rammen. So, jetzt hier. Bams. Bam. Jetzt holt das Teil. Ja, dann muss ich mir mal ein neues Schiffchen holen hier, ne? Leica Autoscout24.de. Oh, hi. Was geht? Wollt ihr kämpfen? Dann kommt her. Ich habe noch nie mit irgendwelchen Schergen zu tun gehabt. Das ist echt süß von euch, dass ihr mir eure Sklaven, sag ich mal, hierher setzt. Aber na, wenn ihr es wollt. Wow, hey. Seid mal nicht so fies. Hört auf zu schießen, ey. Sonst muss ich euch erschießen. Geh mal weg hier. Ja, ey, das ist wieder so scheiße. Ich weiß immer noch nicht. Ja, Alter, chill mal dein Fußpilz. So, du Arsch. Jetzt habe ich dich auch mal. Ja, ich habe euch auch lieb. So, du bist auch weg. Oh, endlich sind die Giftzwerge hier am Arsch, ey. Ist ja richtig abnormal hier. Wie viele kommen hier bitte noch? Alter, ich muss hier eine ganze Armee wieder umbringen, ey. Da kommt doch schon wieder einer. Ich glaube, ich bringe das ganze Schiff um, ey. Ach, da ist der Captain. Tja, der Captain ist Geschichte, meine Freunde. Patafoifoi. Ach du Scheiße. Alles in Ordnung, Connor? Alter Schwede, es geht so ab. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wow! Yeah! Stylisch, Connor, stylisch. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ah, da ist unsere Verstärkung. Oder? Die Franzosen kommen! Jawohl! Verstärkung, Bitches! So muss das sein. Hm, hm, hm.
Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt. Na, natürlich. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieb. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? Fünf von ihnen müssen in den Hafen New Yorks, unter britischer Flagge. Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen, doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nahe genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Auch einem Irren gegenüber. Ey, ich bin nicht irre. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Mhm. Ihr habt ihn gehört. Stellt ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! Die Schlacht von Chesapeake, oder keine Ahnung, wie es heißt. Ich kann kein Französisch. Naja, aber immerhin, ne? Das ist ja jetzt, glaube ich, Sequenz 11 schon. Vorletzte Sequenz, meine Freunde. Wir haben das Spiel bald durch, tralalala. Wir haben das Spiel bald durch, tralalala. Dann kann ich mich um Far Cry 3 kümmern, tralalala. Hallo Connor, grüß dich. Ist alles vorbereitet? Ja, Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. Nett. Oh, schon wieder diese Kinder, ey. Also, die haben da echt ein Rad ab, ey. Das ist so richtig abnormal. Ich meine, ihr wisst schon, inkompetent können die doch damals nicht gewesen sein. Also bitte. Was wird hier eigentlich beschützt, weil hier rot ist? Dann werden wir die Bettler los. Die Stadt ist ohne sie besser. Yo, Bro! Sind sie gut abgerieben? Ja, keine Ahnung. Sie sind mit Focken. Ich bin dann wenigstens schon mal froh, dass diese Rotkäppchen diesmal nicht so, ich sag mal, sensibel sind, was Annäherung von eines Assassins angeht. Was ist hier los? Weil hier ist Tür offen. Cool. Endlich habe ich mal so ein Flüchtlingsdingsbums gesehen, wo man durch die Häuser gehen kann. Das gibt's ja hier als Fenster irgendwo auch. Geh mal hier rüber. Nein. Connor, lass mich verarschen. Nein, das wollte ich. Der macht gerade seinen eigenen Willen. Abnormal. Was wollt ihr eigentlich dauernd mit euren Zwischendingern? Ich kann jetzt nicht, Schnuggi. Ich kann jetzt nicht. Ich komme ein andern Mal, okay? Wenn du wieder tot bist oder sowas. Wow, wow. Ach komm, interagieren. Ich hab dich lieb, wow, wow. Oh. Ach ja. So. Ich glaube, hier oben gibt's ja... Ja, hier oben ist irgendwo ein Aussichtsturm. Da gehe ich mal eben schnell hoch. Dann haben wir wenigstens mal eine etwas größere Karte. Hoffentlich fliege ich dann nicht wieder runter wie beim letzten Mal. Ich war ja schon mal auf so einem Aussichtsturm, wo ich vorher runtergeknallt bin. Das gibt's öfters hier in Assassin's Creed. Zum Beispiel hier, so eine kleine Stange. Oh, das meine ich, Leute. Das meine ich. Also, das hätten sie besser machen sollen. Weil ich glaube, Connor ist ein bisschen zu blöde dafür, was das jetzt angeht. Kannst du mal da irgendwie hoch? Ja, genau, danke. Sehr aufmerksam von dir, Connor, danke. Synchronisieren. Episch. Ist ja das... Ja, das ist es. Alter, wenn mein Fraps einfach mal gnadenlos am Lecken ist. wo ist denn mein, Ziel, ne? Mein Ziel. Ist das schon wieder das Hafending? Schnellreise, ja. Na gut. Servus, Digga. G
Geh mal darüber, ich möchte zu dem Hafentüppel interagieren. So, wo möchte ich denn hin? Ja, wo möchte ich hin? Connor, sag mir mal, wo du hin möchtest. Würde mich mal interessieren. Die Jagd? Wo ist mein Hauptziel? Jetzt ist es auf einmal da drüben, Alter. Du bist mich verarschen, Connor. Du bist nämlich verarschen, ne? Ja, machen wir mal schnell reisen. Wusste nicht, dass das geht. Jetzt habe ich wieder, was weiß ich, wie viele Minuten verbraucht, nur um durch ganz New York zu rennen. Naja, was soll man machen? Tut auch mal seinen indianischen Füßen gut. So, und hier ist das Zeug, oder? Hat sich jetzt mein Assassin's Creed aufgehängt? Nein, natürlich nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ich dachte schon, mein Assassin's Creed hat sich aufgehängt, weil es passiert meistens mal bei der PS3. Ziemlich oft sogar. Och man, ich hasse diesen Weg. Ich hasse diesen Weg. Das erinnert mich irgendwie an so ein Spiel. Ich weiß nicht welches Spiel. Oder Film. Irgendwie sowas. Ah. Schiss habe ich trotzdem. Also wenn jetzt hier ein Zombie oder sowas kommt, ey. Ich verreck. Kann ich hier Fackeln? Ach, hier kann ich Fackeln anzünden. Das ist schön. Das ist schön, wenn man hier Fackeln anzünden kann. Wo muss ich denn hier überhaupt lang? Manchmal fürchte ich, dass die Patrioten Freiheit und Gleichheit. Servus. Connor. Dieser Tunnel führt in den militärischen Bezirk. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Krass. Wir werden auch da sein. Der Metzger. wieso habe ich Metzger als Assassinen-Typi? Ich kann es nicht glauben. Warum haben die nicht alle so coole Anzüge an wie ich? Schaut mich an. Ich bin Connor. Ich habe Style und das Geld. Ja. Und die Leute, die haben nur Metzger-Style. Zumindest er. Ich weiß nicht, wie die anderen ausschauen, wenn die mir helfen wollen. Das weiß niemand. Obwohl, vielleicht die Sucht die schon, weil die bestimmt schon alle befreit haben. Lass mich raten, ich bin da drin. In dem Brunnen. Ja, war klar. Darf ich Viereck drücken? Ach komm schon, lass mich Viereck drücken. Hopp. Sorry. Ach toll, ich bin hier schon auf 2. Auf Stufe 2. Das heißt, wenn sie mich sehen, ne, Game over. Dann greifen die mich schon an. Das möchte ich eigentlich wenig riskieren. Pass mal auf, vielleicht kann ich den ja mit dem Pfeil und Bogen erwischen. Scheiße, ich habe keine Kugel mehr. Oder keine Pfeil. Entschuldigung. Geh einfach weiter, Connor. Du brauchst dich nicht zu interessieren für die. Geh rüber. Hoch, 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 hoch. Rüber, rüber, rüber. Zack, 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 zack. Sehr schön. So muss das gehen. Einfach zulaufen, Connor. Die interessieren dich nicht. Oder sie brauchen dich nicht zu interessieren. So sollte ich sagen. So. Nächste Nervensäge weg. So, und jetzt hoffe ich mal, dass die sich nicht umdrehen, diese werten Herren. Oder warte mal, kann ich hier eigentlich auch hoch? Nee, ne? Boah, ich sag euch, wehe, dreht euch um, ey. Und dann guckt ihr mich an und... Hoffentlich sehen die mich nicht, ey. Ah, was sage ich? Geh hoch, komm. Rüber, 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 rüber. Der greift gleich an, der Typ. Haha, Idiot. Ey, ich hab's sogar mal ohne irgendwelchen großen Tumult geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Du sollst nicht pfeifen, du sollst interagieren. Genau.